Aber ehe wir auf das Gravitationsgesetz von Newton kommen, wollen wir uns die Keplerschen Gesetze anschauen. Denn so hat das damals alles begonnen. Es gab als erstes astronomische Beobachtungen zur Planetenbewegung. Und die wurden von Tycho Brahe gemacht, ein Astronom, der von 1573 bis ungefähr 1600 astronomische Beobachtungen gemacht hat. Und zu dieser Zeit gab es noch keine Fernrohre. Das heißt, er hat mit bloßem Auge sehr präzise die Bewegung von Planeten beobachtet. Also mit solchen Winkelmessgeräten, man kann sich ja so Theodoliten vorstellen, wo man eben dann die Höhe eines Planeten oberhalb des Horizontes oder auch den Winkel in der Ebene dann sehr präzise messen kann. Stellen Sie sich vor, so ein Fadenkreuz oder so etwas, mit dem man dann einen solchen Planeten anpeilt. Diese sehr genauen Beobachtungen von Tycho Brahe waren damals dann die Grundlage für Kepler, Johannes Kepler, der tatsächlich erst 1571 geboren wurde, also 30 Jahre später, also als Tycho Brahe schon beobachtete, und hat dann aber sozusagen diesen umfassenden Satz von den Daten von Tycho Brahe nutzen können und hat daraus die Keplerschen Gesetze abgeleitet. Kepler selber hat das Gravitationsgesetz nicht erkannt, das ist dann Newton vorbehalten gewesen. Die Keplerschen Gesetze sind etwas spezieller von ihrer Natur aus als das Gravitationsgesetz, was sozusagen eine universellere Bedeutung hat. Ich werde Ihnen einen Weg zeigen, wie man mit Newtons Axiomen und gewissen Symmetrieüberlegungen, die man aber im Grunde auch wieder auf die Axiome von Newton zurückführen kann, aus den Keplerschen Gesetzen im Grunde das Gravitationsgesetz von Newton vorhersagen kann. Aber diesen Schritt hat Kepler damals eben nicht begehen können, weil er ja auch die Newtonschen Axiome noch nicht zur Verfügung hatte. Schauen wir uns erstmal die Keplerschen Gesetze an. Da heißt es, die Planetenbahnen sind Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht. Sie müssen sich vorstellen, wenn man von der Erde aus die Planetenbahnen beobachtet, dann sieht man nicht auf Anhieb eine Ellipse. Insofern ist es tatsächlich eine erhebliche Abstraktion, die man machen muss, um aus dem, was man am Himmel beobachtet, tatsächlich darauf zu schließen, dass es sich um eine Ellipse handelt. Und auch nicht unbedingt ein Kreis, weil fast alle sind so kreisförmig, dass die Abweichung vom Kreis ja nur geringfügig ist, sodass man das auch erst durch diese genauen Beobachtungen und quantitativen Daten dann wahrscheinlich erkennen kann. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben den Sternenhimmel, der sich jede Nacht sozusagen einmal über den Himmel bewegt, und darin zu erkennen, dass etwas ein Planet und kein Stern ist, erfordert schon mal, dass man über viele Tage und Wochen und Monate hinweg diese Position der einzelnen Lichtpunkte beobachtet. Und dann sieht man, das können Sie selber auch mal machen, wenn Sie zum Beispiel den Jupiter identifiziert haben, ganz besonders hell leuchtendes Objekt am Himmel, und dann mal über viele Tage beobachten, in so klaren Winternächten geht das oft gut, dann sieht man die Position der Sterne und dann sieht man, dass dieser Planet ein ganz klein bisschen jeweils voranrückt gegenüber diesen Sternen. Also sich dieser Planet gegenüber diesem Hintergrund verschiebt. Nun kann man jede Nacht messen und dann kann man diese Position eintragen. Und da gibt es dann durchaus überraschende Bewegungen, die man sozusagen aus dieser Perspektive hier von der Erde aus beobachtet. Und das ist so, dass das Objekt dann wandert und dann macht das manchmal so eine Schleife und wandert dann wieder weiter. Das liegt daran, dass zum Beispiel der Jupiter außen von der Erde auf der inneren Bahn überholt wird. Und dann, wenn die Erde hier vorbeifliegt, dann sieht man so ein Zurückwandern von dem Jupiter vor diesem Sternenhintergrund aus dieser speziellen Perspektive. Ich will nur sagen damit, es ist nicht trivial, sich in diese Außenposition zu begeben, wo man dann sozusagen von ferne auf unser Sonnensystem schaut und sieht,
da kreisen diese Planeten auf elliptischen Bahnen. Und jetzt wissen Sie vielleicht noch nicht, um die nächsten Sätze richtig zu verstehen, wie diese Ellipsen charakterisiert werden. Da gibt es, ja, ist glaube ich ganz in Ordnung, gibt es zwei Brennpunkte. Also ein Brennpunkt ist ungefähr hier und ein Brennpunkt ist ungefähr hier. Also es ist kein Stadion, sondern es ist hier schon noch auch gekrümmt. So, und vielleicht kennen Sie es noch irgendwie aus Kindertagen oder der Schule. Man kann diese Brennpunkte zum Beispiel nutzen, um so einen Faden hier zu spannen und dann kann man da den Bleistift in die Ecke setzen und kann mit diesem Bleistift dann da rumfahren und dann erhält man diese Ellipse. Das heißt, die Summe dieser beiden Strecken zusammen, die ist immer gleich für alle Punkte auf dieser Ellipse. Es ist auch so, dass, und deshalb nennt man das Brennpunkte, dass wenn ich hier zum Beispiel eine Lampe reinsetze und diese Ellipse wäre innen verspiegelt, dann bekäme ich hier in dem anderen Brennpunkt einen Fokus, weil Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel dann auch für all diese, mal was mal so, hier haben wir dann Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und hier haben wir auch Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und hier wieder. Sie sehen, ist vielleicht nicht ganz perfekt gezeichnet, selbst hier hinten funktioniert das, dass ich Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel habe. Also daher nennt man das die Brennpunkte dieser Ellipse. Und dann gibt es noch die zwei Halbachsen. Man kann also hier eine Achse durch die Ellipse zeichnen und dann senkrecht dazu eine andere Achse. Und von diesem Mittelpunkt aus bis hierhin gerechnet haben wir dann die große Halbachse A und von der Mitte aus gerechnet bis hier haben wir die kleine Halbachse B. Dann spricht man noch von der Exzentrizität der Ellipse. Das ist sozusagen die Stärke der Abweichung vom Kreis. Also die ist besonders klein, wenn die Ellipse kreisförmig ist und je weiter diese Brennpunkte auseinanderrücken, also je elliptischer sozusagen die Ellipse wird, umso größer ist die Exzentrizität. Das vielleicht nur zur Erinnerung, was Ellipsen sind. Wir wissen also jetzt, die Sonne steht nicht in der Mitte dieser Ellipse, also die steht nicht hier, sondern die steht in einem der Brennpunkte dieser Ellipse. Das ist erstmal wichtig, das ist vielleicht nicht ganz so intuitiv, weil man denkt, irgendwie sollte das Ganze symmetrisch sein, aber das ist eben nicht symmetrisch und damit hängt auch zusammen, dass die Erde hier durchaus mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf dieser Ellipsenbahn unterwegs ist. Man kann sich so vorstellen, wenn die Erde hier dicht an der Sonne dran ist, ist die Anziehungskraft der Sonne besonders groß und dadurch wird die Erde besonders stark beschleunigt. Das heißt, es gibt eine starke Beschleunigung nach innen und das führt zu einer starken Ablenkung und damit bewegt sich hier dann die Erde schnell auf dieser gekrümmten Bahn. Und hier hinten, da ist dann die Erde weiter weg von der Sonne, die Kraft ist kleiner und die kann sich hier gemütlich langsam bewegen, sage ich jetzt mal. Das ist nämlich das, was das zweite Keplersche Gesetz ausdrückt. Die Verbindungslinie zwischen Sonne und Planet überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Das kommt damit zum Ausdruck hier, wenn ich dieses schraffierte Dreieck hier betrachte, dann habe ich bei einem großen Abstand und einer kleinen Strecke, die hier die Erde vorankommt, die gleiche Fläche, wie ich habe, wenn ich hier den kleinen Abstand habe und die Erde ein entsprechend größeres Stück vorankommt. Also, diese überstrichenen Flächen, die hier schraffiert sind, die sind überall auf dieser Bahn gleich.
Und wir schauen uns nochmal diese Ellipsen an. Wir können, das war auf der anderen Folie hier zum Beispiel, mal 20.000 Meter pro Sekunde verwenden. Dann fliegt die Erde hier richtig auf so einer Ellipse. Und wir können da mal reinzoomen. Da. Dann sieht man, wie so eine Bewegung auf der Ellipse passiert. Ich hatte das ja schon immer versucht, so mit Händen und Füßen zu beschreiben, dass hier in der Nähe der Sonne die Geschwindigkeit oder der Betrag der Geschwindigkeit größer ist als hier außen. Aber das muss man mal so auf sich wirken lassen, vielleicht auch ohne die Bahnkurve selber zu sehen. Da ist es langsamer und da ist es schneller. Macht so einen richtigen Schwupp da um die Sonne drumherum, wenn ich diese große Exzentrizität habe. Und dann gibt es noch das dritte Keplersche Gesetz, das aussagt, dass die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen ihrer Bahnen. Das heißt, jetzt geht es nicht um die Geschwindigkeit auf einer einzelnen Umlaufbahn, das war ja das zweite Axiom, sondern es geht, wenn ich hier eine andere Ellipse habe, die weiter außen liegt, wie die Umlaufzeit von dieser außenliegenden Ellipse im Vergleich zu der Umlaufzeit dieser inneren Ellipse ist. Das heißt also, der Vergleich verschiedener Planeten, die um die gleiche Sonne kreisen und wie lange diese Umlaufzeiten dann im Verhältnis zueinander sind. Das habe ich hier auch als Gesetz hingeschrieben. T1 wäre die Umlaufzeit eines Planeten zum Quadrat, dividiert durch die Umlaufzeit eines anderen Planeten zum Quadrat, verhält sich wieder, und hier habe ich es eigentlich mal vereinfacht, für eine kreisförmige Bahn wäre dann der Radius für den ersten Planeten hoch 3 dividiert durch den Radius der Bahn des zweiten Planeten hoch 3. Aber genauer ist es natürlich, wenn ich stattdessen schreibe, ich schreibe mal, ist gleich A1 hoch 3 dividiert durch A2 hoch 3. Die große Halbachse ist beim Kreis genau das gleiche wie der Radius. Wenn es tatsächlich Ellipsen sind, und das wäre dann der allgemeinere Fall, dann kann man das hier nicht schreiben, das klammern wir da mal weg oder streichen das raus. Also nur bei Kreisen. Aber unter dem Radius können Sie sich vielleicht eher was vorstellen. Aber jetzt muss man auch bedenken, dass eben für die Umlaufzeiten dann die große Halbachse relevant ist. Die beginnt also hier in der Mitte und geht dann nach hier. Das ist das A. Das ist also sozusagen eine andere Länge in dieser Ellipse als diese Verbindungslinien, die wir uns vorher angeschaut haben. Und die beginnt auch gar nicht bei der Sonne, außer wenn es sich um eine kreisförmige Bahn handelt, wo die Sonne dann natürlich im Zentrum steht. Genau, Sie fragen, welche Kraft dafür verantwortlich ist. Es wirkt nur eine Kraft, die Gravitationskraft mit ihrer Abstandsabhängigkeit, die wir gleich kennenlernen werden. Und in solch einem Kraftfeld mit einer einzig R-Quadrat-Abhängigkeit gibt es kreisförmige Bahnen, elliptische Bahnen und Hyperbelbahnen von Kometen. Das sind alles denkbare Lösungen oder alles erlaubte Lösungen in diesen Kraftfeldern. Das heißt, Sie brauchen keine zusätzlichen Kräfte. Das ist erstmal etwas verwirrend vielleicht, aber ich kann mal ein Beispiel hier Ihnen noch einzeichnen, was Ihnen das Verstehen vielleicht erleichtert. Wenn wir uns hier eine Position der Erde anschauen und wissen, dass die Kraft auf dieser Verbindungslinie hier, machen wir die Erde ein bisschen größer, so, auf dieser Verbindungslinie wirkt, dann wirkt die Kraft hier in diese Richtung. Und die hat jetzt verschiedene Komponenten, nämlich einerseits die in Bewegungsrichtung und andererseits die senkrecht zu der Bewegungsrichtung. Das heißt, diese Kraftkomponente oder der Anteil der Kraft, die eigentlich hierhin wirkt, beschleunigt in dem Sinne, dass die Erde schneller wird auf ihrer Bahn.
Und diese Kraftkomponente beschleunigt in dem Sinne, dass die Erde abgelenkt wird. Also diese Kraftkomponente führt dazu, dass sie hier auf dem Bogen fliegt. Und diese Kraftkomponente führt dazu, dass die Erde hier schneller sich bewegt, als sie sich hier bewegt. Und dass sozusagen Kraftkomponenten in Bewegungsrichtung wirken, ist nur bei der Ellipse der Fall. Wenn Sie einen Kreis haben, das kann ich auch nochmal versuchen zu malen, ist das nicht der Fall. Dann wirkt die Kraft hier immer senkrecht nach innen und Sie sehen, es gibt keine Kraftkomponente in Bewegungsrichtung. Egal wo Sie sind, wirkt die immer nach innen. Und dann bewegt sich auf dem Kreis also die Erde immer mit konstantem Geschwindigkeitsbetrag, also mit gleichem Tempo. Wenn sich hier das Tempo auf der Bahn ändert, weil Sie diese schräg stehenden Verbindungslinien hier haben, entlang der die Gravitation wirkt und damit das Tempo erhöht wird. Und hier hinten, ganz analog, haben Sie dann die Kraft, die hier schräg nach hinten wirkt. Dann haben Sie hier eine Kraftkomponente in die Richtung und hier wieder in diese Richtung. Das heißt, diese Kraftkomponente bremst jetzt, verringert also das Tempo und die hier, die lenkt ab. Und dann wird dadurch die Erde wieder langsamer hier zu dem Aphel. Man nennt diesen Punkt den Aphel und das den Perihel auf dieser Ellipsenbahn. Was ich auch ganz schön finde, ist, man kann sich jetzt hier die entsprechenden Vektoren einzeichnen lassen. Das sind die Kraftvektoren. Da müssen wir hier unten mal ein bisschen die Pfeile anpassen. Dann sehen Sie auch, dass sich hier die Pfeillängen der Kraft ganz massiv verändern. In dem Moment, wo die Geschwindigkeit so groß ist, ist eben auch die Kraft groß. Man kann auch die Beschleunigungen anschauen, dann sehen Sie, ich mache es mal ein bisschen langsamer, ein bisschen länger den Pfeil, vielleicht so kann man es noch sehen. Die Beschleunigung erfolgt immer genau auf die Sonne zu, ist genau entlang dieser Verbindungslinie. Die Beschleunigung ist hier schräg, deshalb hat sie hier, ich halte es mal einmal gleich an da oben, hat sie dann auch immer eine Komponente in Bewegungsrichtung, das hatte ich glaube ich irgendwann mal an die Tafel gemalt. Also hier gibt es eine Komponente in Bewegungsrichtung und es gibt eine Komponente dieser Beschleunigung, die zur Ablenkung führt. Also beides kommt hier vor. Also hier ist vielleicht diese Zunahme des Geschwindigkeitsbetrags besonders groß, deshalb wird es hier schneller. Und das können wir uns auch anschauen, wenn wir die den Geschwindigkeitsvektor uns anschauen, der wird länger und dann wieder kürzer. Nicht, sehen Sie? Aber hier ist wichtig, dieser Pfeil ist keine Kraft und dieser Pfeil ist keine Beschleunigung. Das ist jetzt echt die Geschwindigkeit, die angezeigt wird. Also die Kraft zeigt immer in diese Richtung. Merken. Da sieht man zwei blaue Pfeile, Aktio gleich Reaktion. Die müssen gleich groß sein, in jedem Moment. Und die Beschleunigung ist im Wesentlichen bei der Erde, weil die Sonne so eine große Masse hat und nicht beschleunigt wird.